100 Fachbegriffe, die wir als Musikproduzenten kennen sollten. Let's go! DAW, auf Englisch DAW, Digital Audio Workstation, bezeichnet die Software zum Musikproduzieren. Das ist zum Beispiel Cubase, Ableton, Reaper und so weiter. Alles, was wir in der DAW aufnehmen, wird auf sogenannten Spuren aufgenommen oder auch Tracks genannt. Eine Art von Spuren sind die sogenannten Audiospuren und da sehen wir eben dann die Wellenform, können wir Keyboard, Gitarre oder zum Beispiel Gesang drauf aufnehmen. Eine andere Art von Spuren sind die sogenannten MIDI-Spuren. Hier drauf werden tatsächlich Noten aufgezeichnet, die wir im Nachhinein noch verändern können. Diese Noten können wir zum Beispiel von virtuellen Instrumenten spielen lassen. Ein Audio-Interface, wie zum Beispiel das hier, ist eine externe Soundkarte, mit der wir Instrumente einspielen können, unser Mikrofon oder eine Gitarre zum Beispiel anschließen können, aber auch Kopfhörer oder Lautsprecher. Monitoring bezeichnet die Abhörfunktion, sprich, dass wir uns über unser Audio-Interface oder die Software, die DAW, hören können, entsprechend auch beim Aufnehmen mit Mikrofon oder Instrumenten. Ein Fader ist ein Regler, mit dem wir die Lautstärke unserer Spuren einstellen können und damit die Instrumente oder Aufnahmen lauter und leiser machen können. Der Panning-Regler an unseren Spuren gibt uns die Möglichkeit, die Balance zwischen links und rechts im Stereopanorama einzustellen und damit unsere Spuren und Instrumente im Stereobild zu positionieren. Frequenz bezeichnet, wie oft eine Schwingung in einer Sekunde stattfindet und bestimmt damit, wie hoch oder tief ein Ton klingt. Die Frequenz wird in Hertz angegeben, das ist also die Maßeinheit hierfür. Eine Schwingung pro Sekunde entspricht einem Hertz. Mit dem menschlichen Gehör können wir zwischen 20 und 20.000 Hertz hören. Und ein solcher Bereich wird als Frequenzspektrum bezeichnet. In der Musiksoftware können wir uns ein solches Frequenzspektrum auch anzeigen lassen für jede unserer Spuren. Und wir können es sogar verändern mit einem sogenannten Equalizer. Der ermöglicht uns, verschiedene Anteile des Frequenzspektrums anzuheben oder abzusenken. Damit wir mit unseren Audiosignalen am Computer arbeiten können, müssen sie digitalisiert werden, abgetastet werden. Dabei wird eine einst analoge Welle in ganz viele diskrete Messwerte zerlegt, sowohl zeitlich als auch in der Amplitude. Die zeitliche Abtastung wird hierbei Sample Rate genannt und die entspricht bei CD-Qualität zum Beispiel 44.100 Mal pro Sekunde. Für jede dieser Zeiteinheiten wird ein Wert gespeichert in einer Anzahl von Bits. Typisch hierfür sind 16-Bit oder 24-Bit oder auch 32-Bit. Je mehr, desto feiner ist die Auflösung. Und diese Auflösung wird als sogenannte Bitrate, die Bitrate, bezeichnet. Ein Kompressor ist ein Audioeffekt, der uns dabei hilft, die Dynamik von einem Signal einzuschränken. Damit haben wir also viele Möglichkeiten in der Klanggestaltung. Ein Limiter ist die Extremform von einem Kompressor und hilft uns dabei, das Signal so stark zu verdichten, dass es von der Lautstärke her nicht über einen bestimmten festgelegten Wert drüber hinausgeht. Gain taucht an ganz vielen Stellen bei uns in der Software auf, zum Beispiel vor, in oder nach einem Audioeffekt und ist einfach ein Synonym für Lautstärke. Die Lautstärkeveränderung wird hierbei in dB angegeben, Dezibel. Das ist ein logarithmisches Maß für die Lautstärke und 6 dB plus bedeutet Verdopplung der Lautstärke und 6 dB minus bedeutet Halbieren der Lautstärke. Viele Signale, die wir aufnehmen wollen, sind an sich zu leise und brauchen eine bestimmte Verstärkung. Und genau dafür ist in so einem Audio-Interface ein Vorverstärker drin, der das auf eine hochwertige Weise erledigen kann. Diesen Eingangspegel, also die Vorverstärkung, können wir am Eingang einstellen. Peak ist die Bezeichnung für eine Pegelspitze und bezeichnet die lauteste Stelle in einem bestimmten Audioabschnitt. Genau deswegen müssen wir beim Einstellen der Vorverstärkung darauf achten, dass wir nicht zu laut verstärken, sonst fängt es an zu zerren. Das Maximum, was wir an Lautstärke in der digitalen Musikproduktion nicht überschreiten wollen, ist 0 dB. Alles, was drüber geht, übersteuert. Übersteuerung ist also das Wort für die Verzerrung, die dabei entsteht, wenn wir über 0 dB pegeln. Ich kenne mein Ziel, aber sehe es nicht. In der digitalen Musikproduktion stehen uns viele verschiedene Audioeffekte zur Verfügung, mit denen wir den Sound auf jede mögliche Weise formen können. Beispielsweise steht uns dafür ein Hall zur Verfügung, auch Reverb genannt. Außerdem gibt es sogenannte Delay-Effekte, die uns Echo dazugeben können. Außerdem gibt es verschiedene Audioeffekte, mit denen wir unser Signal in Bewegung bringen können, also modulieren können. Und die wichtigsten davon sind Chorus, Phaser oder Flanger. In unserer Musiksoftware stehen uns sowohl Audioeffekte als auch virtuelle Instrumente zur Verfügung, die wir zum Beispiel auch dazu kaufen können.
Und beide werden als Plugin bezeichnet, mit dem wir unsere Software also erweitern können. Einer der etabliertesten Standards für solche virtuellen Audioeffekte und Instrumente ist der sogenannte VST-Standard, Virtual Studio Technology von Steinberg. Die Musiksoftware lässt sich deswegen mit sogenannten VST-Plugins erweitern. Wenn wir einen bestimmten Parameter, zum Beispiel Lautstärke, über die Zeit verändern wollen, können wir dazu eine sogenannte Automation verwenden. Da können wir also bestimmte Punkte einzeichnen und die verändern dann hier in diesem Fall die Lautstärkeverhältnisse. Wenn wir einen bestimmten Teil von unserem Song in Schleife hören wollen, nutzen wir dazu einen sogenannten Loop. Ein Loop bezeichnet also den Bereich, in dem sich der Song dann wiederholt. In der Musiksoftware kann die Zeit nicht nur in Sekunden dargestellt werden, sondern auch in Form von Takten und Zählzeiten. Und dafür steht uns in jeder Musiksoftware ein sogenanntes Raster zur Verfügung, mit dem wir alle Elemente an den Zählzeiten oder auch Takten ausrichten können. Und damit wir synchron zu diesen Takten und Zählzeiten aufnehmen können, steht uns in der Musiksoftware auch ein Metronom zur Verfügung. Das Raster kann solche Takte in beliebig kleine Einheiten teilen. Typisch zum Beispiel sind die 16-Raster. Und wenn wir unsere Noten beim Einspielen rhythmisch ungenau gespielt haben, hilft uns hier die sogenannte Quantisierung. Das ist eine Funktion, mit der wir die Noten rhythmisch am Raster ausrichten können, damit sie genau stimmen. Beim Produzieren arbeiten wir oft mit verschiedenen Spuren, mit verschiedenen Instrumenten, die wir im Verlauf der Zeit auf unterschiedliche Art und Weise miteinander spielen lassen, im Songaufbau vielleicht auch verändern, und das Ganze nennt man dann Arrangement. Wenn wir einen Sound fertig komponiert und produziert haben, geht es am Ende darum, ihn auch im Sound zu optimieren. Und das Ganze machen wir im sogenannten Mixing, schauen uns also die Einzelspuren an und mischen diese zueinander ab, zum Beispiel mit den Lautstärkeverhältnissen untereinander und Audioeffekten auf den Einzelspuren. Beim Mastering bearbeiten wir das Klangbild der Stereosumme. Es geht hierbei also um das Finalisieren des Sounds und dabei sind sowohl technische als auch kreative Gestaltungsmöglichkeiten mit dabei. Bouncen bedeutet, dass wir einzelne Spuren oder das gesamte Projekt zu einer Audiodatei umwandeln, damit wir sie leichter teilen oder weiterverarbeiten können. Beim Export oder auch Audio Mixdown wird der gesamte Track exportiert, wenn wir ihn finishen und als Wave- oder MP3-Datei speichern wollen. Das ist also der letzte Schritt in jeder Songproduktion vor der Veröffentlichung. Es gibt verschiedene Arten von Mikrofonen und im Studio nutzen wir oft das sogenannte Kondensatormikrofon. Dabei wird eine Bauform mit einem Kondensator verwendet und dieser Kondensator braucht eine Stromversorgung, sogenannte Phantomspeisung, und die können wir in unserem Audiointerface mit 48 Volt, so einem kleinen Schalter, dazugeben. Eine andere typische Bauform ist ein dynamisches Mikrofon. Diese finden häufig live ihre Anwendung und im Gegensatz zu Kondensatormikrofonen klingen diese etwas dunkler, nicht ganz so fein auflösend. Zum Einspielen von virtuellen Instrumenten verwendet man häufig ein sogenanntes MIDI-Keyboard. Das hat also selbst keine Sounds drin, sondern steuert damit die virtuellen Instrumente, indem es die Noten einspielt. Es gibt ganz unterschiedliche Arten von Geräten, mit denen man verschiedene MIDI-Funktionen in der Software steuern kann. Manche davon ermöglichen uns zum Beispiel Drums einzuspielen oder es gibt auch welche, mit denen wir Funktionen im Mixer regulieren können, zum Beispiel einen Fader damit steuern. Im Großen und Ganzen spricht man dabei von MIDI-Controllern. Ein Synthesizer ist Hardware oder Software, die wir zur Klangerzeugung verwenden können. Und damit können wir also Sounds kreieren, die wir später zum Beispiel übers Keyboard spielen können. In einem Hardware- oder Software-basierten Sampler können wir Audiodateien, sogenannte Samples, manipulieren, im Sound verändern oder auf verschiedenen Tonhöhen auf dem Keyboard spielen. Mit einer Drummaschine hingegen spielen wir hauptsächlich perkussive Sounds, können sie daran auch noch bearbeiten. Es geht weniger darum, hier Tonhöhen zu spielen, sondern eben solche Drum-Samples anzusteuern. Manche Audioeffekte enthalten die Möglichkeit, dass man das Signal von einer anderen Spur hineinschickt, um damit verschiedene Parameter zu steuern. Und das wird im Allgemeinen als Sidechain bezeichnet. Das gibt uns zum Beispiel die Möglichkeit, ein Pad rhythmisch pumpen zu lassen, im Groove eine Kickdrum, die von einer anderen Spur per Sidechain hier zugeschaltet wird. Distortion ist ein Audioeffekt, mit dem wir Signale bewusst verzerren können, zum Beispiel wie hier auf Gesang. Ich kenn mein Ziel, aber seh es nicht. Vertrau auf Mut und zöger nicht. Mit einem Bitcrusher verringern wir die Samplerate und die Bitrate von einem Signal und erhalten dadurch interessante, zerrende Sounds. Saturation ist eine sanfte Art von Verzerrung, mit dem wir unserem Signal mehr Wärme und Präsenz im Klangbild dazugeben können. Er ist von uns gegangen, mit seinem unendlichen Freiheitsdrang. Beim Produzieren ist es wichtig zu unterscheiden, wie viele Kanäle jede unserer Spuren enthält. Es gibt Spuren, die enthalten nur einen Kanal und das sind sogenannte Monokanäle, zum Beispiel Aufnahmen von Gitarren oder Mikrofonen.
Die Musik, die wir am Ende exportieren und die in der Regel veröffentlicht wird, enthält hingegen zwei Kanäle, ist also in Stereo, linker und rechter Kanal. Sobald eine Spur also Stereo-Informationen enthält, brauchen wir dafür auch zwei Kanäle, den linken und rechten, um das abzubilden. Der Haas-Effekt ist ein akustisches Phänomen, bei dem, wenn ein Signal leicht verzögert in dem einen Ohr ankommt, und zwar weniger als 30 Millisekunden, dann nehmen wir ein breiteres Stereobild wahr, ohne dass wir das Ganze doppelt hören. Ich kenne mein Ziel, aber sehe es nicht. Vertrau auf Mut und zöger nicht. Beim Arbeiten unserer DAW routen wir viele Einzelspuren oft gemeinsam auf eine Gruppenspur, und diese kann man auch Bus nennen. Es gibt grundlegend zwei verschiedene Arten, Audioeffekte zu nutzen. Einmal direkt, dass wir sie auf die Spur draufladen und das Signal durch den Effekt durchgeht. Oder parallel, dass wir also mit einem Send-Effekt-Kanal zum Beispiel arbeiten und das gefärbte Signal mit dem Audioeffekt drauf parallel dazu mischen. Es gibt Effekte, die typischerweise in den Inserts benutzt werden. Das sind meistens zum Beispiel Equalizer. Und räumliche Effekte wie zum Beispiel Reverb oder Delay werden oft als Send-Effekt-Kanal dem Signal hinzugemischt. Wenn wir Audioeffekte auf einem Signal benutzen, dann haben wir darin oft einen Dry-Wet-Regler. Und mit diesem lässt sich regeln, wie viel Anteil wir vom Originalsignal, von dem Dry-Signal, und wie viel Anteil wir von dem bearbeiteten Signal, von dem Wet-Signal hören wollen. Damit können wir das Beste aus beiden Welten nutzen. Einmal die Dynamik vom Originalsignal und den Druck oder eben die Färbung von dem Audioeffekt. Bei Kompressoren ist es ganz besonders typisch, dass man diese Art von Parallelbearbeitung nutzt. Und das nennt man dann auch Parallelkompression. Hier in dem Beispiel als Send-Effekt hinzugemischt. Viele Plugins in einem Projekt zu haben, kann bedeuten, dass der Rechner ganz schön damit beschäftigt ist, vorauszuberechnen, was er uns an Audiomaterial wiedergibt. Dabei kann ein zeitlicher Versatz zwischen dem, was wir wiedergeben, und dem, was ausgegeben wird, entstehen, manchmal von mehreren hundert Millisekunden. Und das wird als Latenz bezeichnet. In den Einstellungen für unser Audio-Interface können wir in der Regel einstellen, wie viel Vorladezeit wir unserer Soundkarte geben wollen. Diese Vorladezeit wird als Buffer Size oder auch Puffergröße bezeichnet und in Samples angegeben. Wenn es in der Wiedergabe Aussätze gibt, muss die höher, wenn wir hingegen weniger Latenz haben wollen, muss die niedriger. Beim Bearbeiten von Audiospuren kann es mitunter passieren, dass wir Schnitte mitten in eine Audiowelle platzieren. Damit es an solchen Stellen in der Wiedergabe nicht knackt, gibt es die Möglichkeit, das Ganze einzufaden oder auszufaden. Und hierbei spricht man von Fade-In und Fade-Out. Wenn wir hingegen beim Übergang zwischen zwei Audio-Events das eine ausfaden und das andere zeitgleich einfaden wollen, können wir einen sogenannten Crossfade setzen, in Cubase mit der Tastenkombination X. Wenn wir die Tonhöhe von einem Signal, von einem Ton verändern, ohne dass es langsamer oder schneller wird, dann sprechen wir dabei von sogenanntem Pitch-Shifting. Passiert ganz oft bei der Tonhöhenkorrektur von Vocals zum Beispiel. Wenn wir ein Audiosignal auf der zeitlichen Ebene stauchen oder langziehen, sprechen wir dabei von sogenanntem Time-Stretching. Dabei wird es schneller oder langsamer wiedergegeben, ohne dabei die Tonhöhe zu beeinflussen. In mir brennt. In mir brennt. Audio Warping ist eine Funktion, bei der wir viel mit Time Stretching arbeiten, um rhythmische Korrekturen im Signal vorzunehmen. Viele spannende Begriffe begegnen uns auch im Zusammenhang mit Synthesizern. Hier drin gibt es unter anderem verschiedene Oszillatoren, die uns also als Klangerzeuger einen Ausgangssound im Synthesizer liefern. Synthesizer bringen viele Möglichkeiten mit, um Klänge zu gestalten. Ganz wichtig hierbei sind sogenannte Filter. Mit einem Filter können wir das Frequenzspektrum beeinflussen und dabei zum Beispiel hohe Frequenzen oder Tiefe wegnehmen. Die Position, bei der wir das Filter im Frequenzspektrum platzieren, wird Cutoff genannt. Außerdem klingt es oft interessanter und charakterstärker, wenn wir an der Stelle, wo wir das Filter platzieren, gleichzeitig betonen. Und das können wir mit dem Resonanzparameter, mit der Resonance, tun. In einem Filter gibt es in der Regel verschiedene Filterformen. Mit einem LP, Low-Pass-Filter genannt, können wir die hohen Frequenzen wegfiltern und die Tiefen durchlassen. Das Gegenteil dazu ist der High-Pass-Filter, der uns also die tiefen Frequenzen wegnimmt und die hohen übrig lässt. Diese Begriffe begegnen uns auch im Equalizer. Dort wird ein High-Pass auch oft als Low-Cut bezeichnet, während ein Low-Pass auch als High-Cut bezeichnet wird. Wenn wir irgendwo im Frequenzspektrum eine Stelle glockenförmig anheben wollen, spricht man hierbei von einem Frequenzband oder kurz Band.
In diesem Kontext taucht auch der Begriff Bandpass auf, hier zum Beispiel im Filter. Ein Bandpass lässt ein bestimmtes Frequenzband durch und schneidet alles, was darüber und tiefer liegt, weg. ADSR ist eine Abkürzung, die uns oft in Synthesizern begegnet, aber auch in manchen Audioeffekten. Dahinter verbergen sich vier Parameter, die mit dem zeitlichen Verlauf unserer Töne verknüpft sind, nämlich Attack, Decay, Sustain und Release. Mit diesen Zeiten und Werten können wir verschiedene Parameter, zum Beispiel die Lautstärke im zeitlichen Verlauf, beeinflussen und damit Töne zum Beispiel langsam einfaden und langsam ausfaden lassen. Diese Kurve, die wir über das Signal legen, wird auch als Hüllkurve oder englisch Envelope bezeichnet. In vielen Synthesizern, aber auch als Effekt in der DAW, befindet sich der sogenannte Arpeggiator. Das ist ein Tool, das aus den Noten, die wir hineinschicken, Phrasen und kurze Melodien machen kann. Wenn wir Sounds Charakter geben wollen, egal ob im Synthesizer oder beim Abmischen, dann können wir hier mit Modulation arbeiten. Modulation ist Bewegung, die wir zum Sound hinzufügen. In Synthesizern steht uns dafür der sogenannte LFO zur Verfügung, der Low Frequency Oscillator, also ein Niederfrequenz-Oszillator, der Wellenform so langsam wiedergibt, dass wir sie als Bewegung hören können. Beim Exportieren von Audiomaterial und dem damit oft einhergehenden Reduzieren der Bitrate kann es oft zu Klangeinbußen kommen. Dithering ist eine technische Lösung, um die Audioqualität dabei zu verbessern. Das können wir beim Mastering immer als letzten Effekt in der Plugin-Kette benutzen. Ein Vocoder ist ein Audioeffekt, bei dem wir zwei Klangsignale miteinander kombinieren können. Zum Beispiel Gesang und einen Synthesizer. Dadurch können wir machen, dass der Synthesizer spricht. And you know that my heart won't stay in places for long. Ein Gate ist ein Audioeffekt, der uns dabei hilft, Stille automatisch zu erkennen und an diesen Stellen sehr leise zu machen. Dabei können wir bei Gesangsaufnahmen wirkliche Stille kreieren. Beim Aufnehmen vom Gesang nah vorm Mikrofon werden S-Laute und Zischlaute oft überpräsent mit aufgenommen. Und um diese Zischlaute bewusst zu reduzieren, nutzen wir einen sogenannten De-Esser. Mit einem Multiband-Kompressor können wir ein Signal auf verschiedenen Frequenzbändern unterschiedlich komprimieren. Das hilft uns dabei, die Dynamik von einem Signal ganz gezielt anzupassen. Früher hat man in Tonstudios beim Aufnehmen oft sogenannte Bandmaschinen benutzt und die geben dem Signal eine ganz besondere Art von Saturation, Sättigung. Und diese lässt sich in vielen Audioeffekten als sogenannte Tape Saturation hinzufügen. Gänsehaut, wenn sie seine Lieder sang. Gänsehaut, wenn sie seine Lieder sang. Neben Tape Saturation gibt es noch viele andere Arten von Verzerrung oder Distortion. Eine davon ist zum Beispiel die Tube Saturation, basierend auf einer Elektronenröhre, die zum Beispiel viel in Gitarren-Amps verbaut wird. Tube Saturation gibt uns oft einen dunkleren, erdigen, wärmeren Sound dazu. Gänsehaut, wenn sie seine Lieder sang. Gänsehaut, wenn sie seine Lieder sang. Wenn sie seine Lieder sang. Wenn wir Rauschen als Störgeräusch auf einem Signal haben, dann nutzen wir einen sogenannten Denoiser, ein Plugin mit Noise Reduction, um dieses störende Geräusch zu entfernen. Gänsehaut, wenn sie seine Lieder sang. Gänsehaut, wenn sie seine Lieder sang. Bei vielen perkussiven Audiosignalen, zum Beispiel Drums oder Percussion, sind die ersten paar Millisekunden eines Anschlags ganz besonders relevant. Das nennt man Transient. Bei der Klanggestaltung und beim Abmischen wollen wir häufig kontrollieren, wie laut dieser Transient klingt und wie viel wir davon hören können. Dafür können wir zum Beispiel Kompressoren einsetzen oder sogenannte Envelope Shaper. Das Stereobild wird in der Regel in zwei Kanälen abgespeichert und in den allermeisten Fällen sind es der linke und rechte Kanal. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, genau die gleichen Informationen auf einen Mitten- und Seitenkanal zu verteilen. Manchmal ergibt es deshalb Sinn, Audiobearbeitung statt links und rechts in Mitte und Seite aufzuteilen und manche Plugins ermöglichen das. So klingt das Seitensignal, das sind nur die Stereo-Informationen. Und das ist das Mittensignal. Sounddesign bezeichnet die Klanggestaltung. An vielen Stellen, auch in der Filmmusik oder beim Produzieren, hilft es uns dabei, Sounds zu formen und im Klang zu verändern. Wenn wir von Subbass sprechen, dann meinen wir damit die tiefsten Soundanteile von einem Klang. Und das geht meistens so bis etwa 50, 60, 70 Hertz. In einem parametrischen Equalizer haben wir verschiedene Bänder zur Verfügung, mit denen wir die genaue Frequenz bestimmen können und ebenso frei wählbar den Parameter Gain und Q. Mit der Güte, auch genannt Q, können wir die Breite oder die Steilheit von unserem entsprechenden Band einstellen.
Oft werden Worte wie Wärme oder Brillanz verwendet, um verschiedene Veränderungen im Frequenzspektrum zu beschreiben. Wenn wir ein Signal wärmer klingen lassen wollen, bedeutet das meist, dass wir in den tiefen Mitten etwas hinzugeben. Also irgendwo zwischen 200 und 500 Hertz eine leichte Anhebung. Gänsehaut, wenn sie seine Lieder sang. Gänsehaut, wenn sie seine Lieder sang. Wenn sie seine Lieder sang. Brillanter klingen Signale stattdessen, wenn wir in den Höhen was dazugeben. Das kann einmal durch eine Anhebung passieren, aber auch durch sowas wie Saturation, dass das Signal da oben dichter klingt. Gänsehaut, wenn sie seine Lieder sang. Gänsehaut, wenn sie seine Lieder sang. Wenn sie seine Lieder sang. Ein Maximizer ist ein wunderbarer Audioeffekt, den man häufig am Ende des Masterings verwendet, um den Sound richtig dicht und laut zu bekommen. Hierfür gibt es ganz besondere Plugins und Algorithmen, mit denen wir den Sound sehr schön transparent halten können und gleichzeitig laut machen. Ich kenne mein Ziel, aber sehe es nicht. Vertrau auf Mut und zöger nicht. So, dann wollen wir mal erzählen, was Phase ist. Wenn wir verschiedene Aufnahmen des gleichen Sounds im Projekt übereinander legen, dann spielt die Phase eine Rolle. Dabei geht es um die Schwingung und die genaue Position der Wellenform. Hierbei kann es nämlich passieren, dass wenn ein Wellenberg und ein Wellental an der exakt gleichen Position liegen, dass die sich gegenseitig auslöschen. Deswegen achten wir hierbei darauf, dass die Phase gut zueinander harmoniert und die Phasen synchron sind. Beim Produzieren, Aufnehmen und besonders beim Abmischen oder Mastering wollen wir im Studio eine gute Raumakustik haben. Das heißt, dass wir zum Beispiel Nachhallzeiten reduzieren wollen und dass es im Raum einen möglichst linearen Frequenzgang gibt. Dabei hilft uns eine akustische Behandlung des Raumes, das heißt bestimmte Elemente, die wir an die Wand hängen oder in den Raum stellen, um eine kurze Nachhallzeit und einen linearen Frequenzgang zu erreichen. Es gibt verschiedene Akustikelemente, die uns dabei helfen, die Raumakustik zu optimieren. Zum Beispiel Absorber. Ein Absorber schluckt gezielt Hall und ja, solche Akustikelemente kann man entweder selber bauen, wie ich das gemacht habe hier bei uns im Studio, oder auch käuflich erwerben. Im Gegensatz zu Absorbern gibt es noch sogenannte Diffusoren. Das sind also auch Raumakustikelemente, die den Schall nicht schlucken, sondern ihn streuen. Solche Diffusoren nutzt man oft in Mixing- oder Mastering-Studios, um einen offeneren Sound zu erhalten. Ja, damit haben wir 100 wichtige Fachbegriffe aus der Musikproduktion geschafft. Haben wir welche vergessen? Schreibt's uns gerne unten in die Kommentare. Wenn du gerade in die Musikproduktion einsteigen möchtest, hier gibt's ein schönes Einsteigervideo mit Cubase Elements ins Thema Musikproduktion. Vielen Dank fürs Dabeisein, Matti. Sehr gerne. Wir wünschen euch eine kreative Zeit. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.